Sie wollen von mir nur in gutem Licht dastehen. Also trinken wir eben keinen. Oh, das ging ja ruckzuck. Hallo, Mike. Die Herren kennen sich? Flüchtig. Schätzen Sie sich doch. Hast du das Feuerzeug auch geklaut? Bist du ein Bull oder was? Hast du das Feuerzeug auch geklaut? Wir sagen ja beide dasselbe. Zu was für beknackte Typen hast du mal dahin geschleift? Mike. Wollen wir wetten, dass du antwortest? Da wette mal. Heb das auf. Was sagst du dazu, wie der deinen Sohn behandelt? Was denkst du, wer so ein Loch im Teppich bezahlt? Denkst du, ich schenk dir das? Hab ich noch Geld. Ist ja zum Glück nichts passiert. Meinst du das gestohlene Zeug in deinem Zimmer? Das hat die Polizei inzwischen abgeholt. Oder hast du ein dickes Konto? Gut, dann kommst du mit auf die Rechnung, da muss dein Vater eben blechen. Da ist ja kein Loch da. Ist ja kein Loch da. Ich rate dir, red vernünftig mit mir und pöbel mich nicht an, sonst fliegst du raus. Dann bin ich den Ärger los, aber du bist nicht los. Also, hast du das Feuerzeug geklaut? Denkst du, so was kauf ich mir? Wie lange geht denn das schon? Du sollst dem Herrn Rechtsanwalt sagen, wie lange ihr schon klaut. Weiß ich nicht mehr. Du hast vergessen, wie lange ihr schon in Wohnungen einbrecht? Geht schon eine ganze Weile. Wie viel Mann seid ihr denn? Meistens vier. Aber ich sage keinen Namen. Hat Ihnen die Polizei gesagt, Sie sollen anrufen, sobald Mai kommt? Ja. Haben Sie es gemacht? Nee, Sie haben mir doch selber gesagt, ich soll das nicht. Ist ja richtig. Sie gehen morgen früh zur Polizei und bitten um einen Termin, aber nicht vor Montag. Den Termin sagen Sie mir und ich gehe dann mit. Ist das schon öfter passiert, dass Mike tagelang nicht nach Hause gekommen ist? Nee, eigentlich nicht. Hast du vor, abzuhauen? Ja, Quatsch, wo soll er denn hin? Ob du abhauen willst? Ich kann ja mal erzählen, wie so eine Sache gewöhnlich weitergeht. Er kriegt eine Jugendstrafe. Wenn er Glück hat, mit Bewährung. Er klaut natürlich weiter. Die nächste Jugendstrafe ist ohne Bewährung. Hier noch ein Einbruch und da noch mal erwischt. Eines Tages ist er volljährig. Übrigens, die Sie einmal geschnappt haben, schnappen Sie immer wieder. Die haben ein Zeichen auf der Stirn. Wenn er volljährig ist, geht die Arie weiter. Diesmal im richtigen Knast. Von Bewährung ist keine Rede mehr. Aber dafür lernt man im Knast prima Leute kennen. Die zeigen einem Sachen, die bringen einen auf Ideen, auf die man selber gar nicht gekommen wäre. Raub, Erpressung, Dealen mit Rauschgift, bringt ja alles was ein. Ja. Die Zeit im Knast wird immer länger, die Zeit draußen wird immer weniger, aber es macht einem nichts aus. Man hat sich ja daran gewöhnt. So eine Scheißgeschichten interessieren man nicht. Mensch, Mike, was soll man denn nur mit so einem Jungen machen? Darüber hätten Sie wahrscheinlich ein paar Jahre früher nachdenken müssen. So. Du entscheidest jetzt, wie es mit uns beiden weitergeht. Ich bin bereit, dir zu helfen, aber nur, wenn du mitmachst. Ich brauche deinen guten Willen und ich brauche Informationen, die mir keiner geben kann, nur du. Wenn du das nicht möchtest, da ist die Tür. Also, willst du auf meine Fragen antworten? Nun fragen Sie doch endlich. Seid ihr nur in Wohnungen eingebrochen? Auch in Kellers. Aber da war nicht allzu viele. Wie alt ist der Älteste von euch? 16. Und die anderen? Alle wie ich, 14. Woher habt ihr gewusst, ob eine Wohnung leer war? Das haben wir nie gewusst. Wir haben gekloppt, wenn ihn aufgemacht hat, den haben wir irgendwann erzählt, dass wir uns in der Tür gehört haben oder so. Habt ihr eine bestimmte Tageszeit gehabt? Vormittags natürlich. Wieso natürlich? Weil da die meisten arbeiten sind, Mann. Und wie habt ihr die Türen aufgemacht? Schloss aufgebrochen, mit der Zange den Zylinderkorb abgedreht. Und dann drin. Bei den meisten Türen jätet. War mal jemand in der Wohnung, ohne dass ihr es gleich gemerkt habt? Einmal. Eine olle Frau. Was habt ihr gemacht? Na, abgehauen. Wieso abgehauen von einer ollen Frau? Was hätten wir denn sonst tun sollen? Ihr auf den Kopf hauen? Spricht er immer in dem Ton? Soll der mich nur erziehen oder verteidigen? Passiert? Ich musste noch mal kurz rausgehen.
Wäre ja nicht in Ordnung, wenn ein Anwalt seinen Mandanten verprügelt. Der Junge kann ihn fertig machen, ich weiß. Herr Grollmann wartet auf seine Schwester und ich wollte eigentlich gerade gehen, oder brauchen Sie mich noch? Nee. Können Sie mich hören? Was gibt's? Fragen Sie den Bengel, was noch zu fragen ist. Ich kann nicht mehr sehen. Wenn er geht, sagen Sie mir bitte vorher Bescheid, damit ich ihn nicht zufällig noch mal treffe. Was ist los? Ich mach's nicht, wie Sie sehen. Und warum nicht? Geht das hier irgendwann mal weiter oder was ist hier los? Entschuldige, mein Junge, dass ich dich so lange hab warten lassen. Soll nicht wieder vorkommen. Dann sprechen wir noch mal drüber.